So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mittelerde Schatten des Krieges. Wir kämpfen gegen Sauron. Ab geht's. Du kannst mich nicht bezwingen, Celebrimbor. Okay, bis jetzt geht er noch. Einfach nur kontern, ganz normal. Wir kriegen sogar noch Hilfe. Ist auch geil, dass man da Celebrimbor spielen können. So, du gehst auf mich, bitte. So, Hinrichtung. Zack. Ja, ja, Sauron. Ah, jetzt habe ich nicht gedrückt. Aber jetzt, zack, 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 zack. Jawohl, nimm das, Alter. Aua. So, kann ich schon wieder eine Hinrichtung machen, ja? Sehr gut. Ja, ja, nimm das, Alter. Aber ich schätze mal, dass der mehrere Phasen hat. Wäre cool, wenn er in seiner Rüstung kommen würde. Und Hinrichtung. Ja, so wie ich es mir gedacht habe. Ich kann ihn nicht mit Fernkampfdingern angreifen. Wieso nicht? Moment einmal, die Fähigkeiten da oben gehen mal ein bisschen wohin. Das schaut urleibernd aus, oder? Ah, oh, es hat schon was. Okay, okay, Moment. Ich will nur, dass der Fähigkeitspunkt da oben weg ist. Nehmen wir einfach das hier. Ist mir eigentlich jetzt egal. Jetzt brauchen wir es eh nicht mehr. Ich will nur, dass das da oben verschwindet, damit ich wirklich den kompletten Bildschirm da frei habe für den letzten Kampf. Fürchte mich und verzweifle. Aua! Geil! Ah, ja, ja. Jetzt habe ich mich wegteleportiert, hä? Mit dem hast du nicht gerechnet, dass ich das kann. Ja, ja, komm. Einfach drauf, Celebrimbor. Ah, bitte geh weg da oben, danke. Ah, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Das Licht Galadriels wird dich verzehren. Schaut das geil aus, oder? Schattenangriffe, Alter. Das ist das Wichtigste in dem ganzen Spiel, glaube ich. Wo sind die Dinger? Da sind sie. Ja, jetzt hat er mich das erste Mal, okay. So. Zack, zack. Wäre cool, wenn du dir die Elbengeschosse gleich genommen hättest, hä? Achso, ich bin eh wieder voll. Ab geht's. Alter. Weg, 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 weg. Sehr gut. Rein da, rein da, rein da. Was soll ich tun? Gebrochen. Beherrschen. Geht schon. Okay, der Kampf geht weiter. Ja, okay, gut. Wir haben ja noch mehrere Chancen. So, ab geht's. Blocken. Und weg. Weg, 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 weg. Ah, der teleportiert sich urschnell. Oh, ich komm gar nicht mal mehr mit.
So, jetzt habe ich ihn in die Ecke gehaut. Da sollte er eigentlich nicht mehr rauskommen. Hinrichtung. Gebrochen. Beherrschen. Du wirst mich nicht mehr berauben. Sauron und Celebrimbor wurden eins. Gefangen in einem ewig währenden Krieg. Ein flammendes Auge warf seinen Schatten über Mordor. Talion hatte Minas Morgul zurückerobert, doch sein Krieg war noch lange nicht vorbei. Die größte Schlacht würde er gegen den Schatten in sich selbst und den Turm im Osten führen. Um die Dunkelheit zu bannen und die Welt der Menschen zu bewahren. Wir lassen uns überraschen. Was kommt jetzt noch? Komm, 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 lad schneller. Ich möchte wissen, was passiert. Aber geile Ideen, wirklich gute Ideen. Man kann nichts sagen. Das Spiel ist Bombe. Einfach grandios. So, der helle Herrscher. Wir sind wieder aufgestiegen. Haben wieder was Neues gekriegt, einen neuen Bogen. Sieg durch Patt. Okay, passt. So, der dunkle Waldläufer. Du hast den Hexenkönig besiegt und wurdest zum Herrscher von Minas Morgul. Neue Fähigkeiten freigeschalten. Tote auferwecken und Ringgeist. Okay, neue Herausforderungen freigeschalten. Kampfgruben von Minas Morgul. Schließe diese Herausforderungen ab, um die Verbesserungen unverwüstliche Loyalität für die Fähigkeiten Tote auferwecken freizuschalten. Neues legendäre Ausrüstung, Ringgeist-Ausrüstung. Okay, eine neue Ausrüstung haben wir auch gekriegt. Das Land der Schatten, Minas Morgul und die Festung von Mordor gehören dir. Allerdings hat das flammende Auge über... Was? Brand? Baradur? Entschuldigung. Dich fest im Blick und der Herr von Mordor schickt weiterhin starke Orks, um dich zu belagern. Verbessere deine Festungen und erhöhe das Level deiner Gefolgsleute oder beherrsche die hochrangigen Eindringlinge, und rekrutiere sie, um deine Armee zu verstärken. Halte Mordor in deinem Zustand immer während der Konfliktes. Nur so können sich die freien Völker Mittelerdes auf den Ringkrieg vorbereiten. Der Krieg der Schatten beginnt. So, wir sind noch nicht fertig. Ich hätte mal gedacht, wir sind fertig. Okay, wir drücken mal ganz kurz auf Karte. Drücken auf L1. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Und das hier. Ist das jetzt neu? Ich mach mal eine Schnellreise dorthin. Ja. Schauen wir mal, was wir da machen müssen. Also auf jeden Fall wieder eine Festung erobern. Das heißt, das Spiel beginnt von neu. Wir werden wieder Hauptmänner einnehmen. Und versuchen halt die Festung wieder
in unseren Besitz zu bringen. Anscheinend sind wir jetzt verfeindet mit Celebrimbor. So. Das passt alles. So, das hier ist jetzt neu. Verteidige die Festung von Dasgurum. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, wir können auf jeden Fall eine Schnellreise mal dorthin machen. Wir sind ja eigentlich ziemlich stark. Wir sind ja schon Stufe 42. Wir müssen unser Inventar auch nochmal anschauen. Wir haben ja auch noch neue Gegenstände gekriegt. Okay, er redet auch nicht mehr. Schaut der wirklich so böse aus? Tatsächlich, er schaut urgrimmig aus. Mit den roten Augen. Boah. Okay. Moment. Optionen. Inventar. Schauen wir mal, was wir gekriegt haben. Ja, das Schwert nehmen wir uns auf jeden Fall. Ja, den Dolch nehmen wir uns auch. Ja, das ist leider Gottes nichts. Wie viel habe ich dann da? Auch trotzdem 10 Elbengeschosse, aber trotzdem, das lassen wir mal. So, das haben wir auch neu. Ist auch nicht gut. Überhaupt können wir das andere verbessern. Das heißt, die Rüstung steigt schon einmal auf. Das ist auch gut. So, dann haben wir einen neuen Umhang haben wir gekriegt. Und zwar diesen hier, der allerdings nichts kann. Was habe ich denn da eigentlich ausgerüstet? Irgendwas Legendäres. Ah, das da. Okay. Dann passt das auch. Und einen neuen Ring haben wir gekriegt. Der ist ja viel besser. 171, 8 mehr Fokus. Oh, sehr gut. Passt. So, Charakter. Wir haben ja wieder gekriegt. Fähigkeitspunkte. Verfügbar, geisterhafter Sprint. Ja, ich bin eigentlich mit dem schon zufrieden, was ich da habe. Das da unten ist jetzt neu. So, verzehren. Und das hier. Tote auferwecken. Das können wir jetzt dann mit dem neuen Ring halt machen. Was können wir da machen? Du kannst Olokai wieder auferstehen lassen. Okay, was haben wir da? Du kannst Karagor und Ghule wieder auferstehen lassen. Ich glaube, das wäre mir lieber. Die Viecher sind auf jeden Fall mächtiger als Olokais. Und ja, gut, passt. Dann gehen wir und verteidigen mal unsere Festung hier noch in dem Part, würde ich sagen. Entschuldigung, dass ich auf dich draufgesprungen bin. Danke, dass ihr das Tor für mich aufmacht. Oh, schaut's mal, die tun da. Die machen meine Festung sauber. Die sind ja urlieb. Mit dem Anführer geredet und er meinte, der helle Herrscher hätte vor, diesen Ort zu verbessern. Aber die Festungen gehören trotzdem mir. Das bedeutet nur, sie wollen, dass ihr beschäftigt. Die Festungen gehören trotzdem mir. Eigentlich könnte er jetzt alle diese Orks, die ich doch eingenommen habe, alle auf mich schicken, oder? Okay. Ist ein komischer Wandel von der Geschichte, muss ich sagen. Aber es ist auch mal was Neues. So, wir müssen darauf. Okay, dann schauen wir uns das natürlich gleich an. Nämlich 13 Minuten. Ist ein bisschen wenig. Ab geht's. So, Verteidigung. Er hat 42, 32, 36, 39, 33 und 35 hat er. Okay. Belagerungsverbesserungen. Das nimmt er alles mit. Drachen. Karagors. Was ist das da? Keine Ahnung. Ah, Banner. Alter. Der ist gut gerüstet, der Typ. Was haben wir da? Feurigen Bestien. Ja, die Wilden. Und Kavallerie. So, wir haben den Typen. Okay, gut. Ich glaube, wir werden das jetzt nicht wirklich schaffen. Aber das können wir freischalten. Das können wir auch freischalten. Das können wir auch freischalten. Das leider noch nicht. Ab wann geht das? Ab welcher Stufe? Ich habe keine Ahnung. So, Gefolgsmann zuweisen bitte. Welchen kann ich denn da nehmen? Eh alle, oder? Nehmen wir den einfach mal. Der ist Stufe 20. Ah, das ist wenig. Was bist du? 30? Und du bist, glaube ich, schon ein Gefolgsmann, oder? Deswegen ist dieses Zeichen da oben. Du auch, okay.
Ja, der war auch ein Gefolgsmann, okay. Moment, was haben wir da? 22. 32, der ist gut. Den nehmen wir mit. Und noch einen, der ziemlich hoch ist. 21, 23, 22, 22, 21, 24. 24, nehmen wir den da. So, und alles einmal freischalten da. Wir haben genug Gold, dass wir da uns irgendwie was zurechtrücken können. Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert, dass wir da jetzt standhalten mit diesen Mini-Orks. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die wirklich raufbötzt. Nämlich ich bin ja schon Stufe, keine Ahnung, fast 50. Ich hoffe, dass wir das schaffen irgendwie. Ich schaue mir das dann gleich an. Aber jetzt einmal alles freischalten nur. Metallmauer, das ist schon mal gut. Verstärkte Steinmauer, okay. Was haben wir da? Steinmauer. Ich glaube eher, ich nehme Metallmauer. Was haben wir da? Eisernes Tor. Was haben wir da? Giftspeier. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Was haben wir da? Feuerspeier. Dann nehmen wir Feuer natürlich. Feuer ist schon mal gut. So, Wildhort haben wir da. Schildträger, okay. Was haben wir da? Und nochmal Jäger. Nehmen wir Schild, würde ich sagen. Was haben wir da? Feurige Belagerungsbestien, giftige und verfluchte. Da lassen wir die feurigen auf jeden Fall drinnen. Kriegskaragor. Höllenfeuer, also ich schätze mal Drachen. Und Kriegskraug. Dann nehmen wir die Drachen natürlich. Was haben wir da? Mauerspieße, damit sie nicht draufklettern können, oder was? Nehme ich mal an. Feuerschützen. Und was haben wir da? Fernbogenschützen. Ich glaube, dann nehme ich aber lieber die Fernbogenschützen. Die können vielleicht weiter zielen. Okay, wir probieren es einfach einmal, würde ich sagen. Also wir sind eh stark und ich hoffe, dass das halt irgendwie klappt. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Zurück und let the battle begin. Na, dann gehen wir mal. Nein, nicht auf die. Auf den da bitte. Alter, gleich mal da anfangen. Sprungblockade, sehr gut. Schöne Festung. Aber ich hatte eigentlich Eingeweide an den Mauern erwartet. Moment, das haben wir gleich. Kot, der gehörnte Herrscher. Sehr gut. Der Start hat mal gut funktioniert. Kann ich den dann eigentlich auch befehligen? So, zieht sich zurück, das ist gut. Einfach draufhauen, Talion. Einfach draufhauen. Alles cool. So, beherrschen. Komm, 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 Talion, den holen wir uns. Schauen wir mal, ob wir den da irgendwie beherrschen können und man rekrutieren können. Danke, Herr. So, und für mich weiterkämpfen. Ja, das hoffe ich auch. So, wie schaut's da drinnen aus? Alles cool? Wir holen uns gleich den nächsten. Der ist gebrochen, das ist gut. Allerdings kannst du machen, was du willst. Ich will nur, dass du für mich kämpfst. Ah, da oben ist er. Und weißt du's? Reicht heutzutags!
Hurra! Sabberlippe. Okay. Einfach drauf da, Talion, ha? Noch halten meine Leute stand. Draußen ist der Krog. So, Hinrichtung. Ich drücke, sehr gut. Und jetzt tun wir wieder rekrutieren. Also wir probieren es natürlich. Okay. Und weiterkämpfen natürlich. Ab geht's. Kämpf gegen deine eigenen Leid. So, dann haben wir da den nächsten. Was willst du, Festung? Ich kenne Ghoul-Hügel mit besserer Verteidigung. Gut. Graugfänger. Gut. Schön, dass es dich gibt. Nicht aufhören, Talion. Spring über ihn drüber. Schau, dass du ihn einfrierst. Schau, dass du ihn einfrierst. Und rekrutieren. Ich erwarte deine Befehle. Und für mich weiterkämpfen. Ab geht's. So, die nächsten Wächter da hinten. Ich komme, ich eile, ich fliege, bin gleich bei euch. Ich helfe euch natürlich. Okay, die sind noch außerhalb. Die sind gar nicht reinkommen. Da unten ist er. So, Nummer 1, sehr gut. Ja, ja, tötet ihn. Einfrieren und drauf. So, Talk der Todesknochen, der sagt eh nichts, der macht nur. Okay, gut. Hat eine schöne Kindheit gehabt. Du besetzt gerade unser Eigentum. Aber bald schmeißen wir dich raus. Ab geht's, Hinrichtung, sehr gut. Und der ist tot. Oh, den wollte ich eigentlich beherrschen, aber ist wurscht. So, dann probieren wir es bei ihm halt. So, immun gegen Hinrichtungen, okay. Aber nicht immun zum Drüberspringen. Geht schon, Talion, gib ihm. Alter, bitte. Okay, wir können ihn beherrschen. Moment, jetzt. Sehr gut. Rekrutieren, probieren wir es auch natürlich gleich. So, und für mich weiterkämpfen. Ab mit dir. So, irgendeiner liegt in Sterben. Den holen wir gleich natürlich zurück. Keiner darf von euch sterben. Ich brauche euch alle. Mal ganz kurz die Kamera drehen, ob wir irgendwas sehen. Nein, passt alles. Ab geht's zum 42er. Komm, 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 Talion. Gib Gas. Wer ist da gebrochen? Schatten aufsitzen. Du kämpfst für mich weiter. Ab mit dir. Am Moment, bevor ich da raufgehe, haben wir da hinten noch die Elbengeschosse. Die holen wir uns auch gleich. Zack. Und jetzt darauf. Da ist die Leiter, Talion. Sehr gut. So, gleich mal da rein mit dem Messer. Ho, ho,
Urmasi, der Bluthund. Okay. Machen wir dich einfach mit dem kalt. Beherrschen. Oh ja, beherrschen könnte ich ihn auch. Können wir probieren? Er ist genau meine Stufe. So, und einfach drauf. So, erzünd durch. Ah, okay, gut. Er ist nur erzünd. Ich habe mir gedacht, er verpisst sich gleich. Rauf da mit dir. Rauf mit dir. Rüber. Wir holen uns neue Elbengeschosse hier. Die sollten hier irgendwo sein. Vielleicht da oben. Elbengeschosse. Ich brauche Elbengeschosse, bitte. Ich höre es, aber ich weiß nicht, wo es ist. Da sind sie. Ah, da sind nicht viele. Oh ja, sind sie. Gut. Schneller rüber, ganz schnell. Du bleib mal ganz kurz da. Gib mir noch deine Lebensenergie. Danke. Und ab geht's wieder zurück. Was ist schon wieder da gebrochen? Achso, schon wieder ein Karagor. Okay. Du kämpfst für mich weiter. So, gebrochen. Wir probieren es natürlich. Ob wir ihn rekrutieren können. Oder ob er einen eisernen Willen hat. Eiserner Wille. Okay. Und beschämen? Nein, Kampf bis zum Tod. Ich bring dich um. Es ist nett, wenn man so viele Schattenangriffe machen kann. So, wie wär's, wenn du jetzt langsam mal stirbst, ha? Du brennst. Okay, jetzt nicht mehr. Ich hol mal neue Elbengeschosse. Ist cool, wenn die Festung deinen gehört. Zack. Und gleich wieder rauf. Warte jetzt mal, ich probiere mal von oben wieder. Jawohl, das reicht sogar. So, Sieg. Sind wir aufgestiegen? Ich habe keine Ahnung, aber wir haben ziemlich viel Zeug gekriegt. Gar nicht mal schlecht. Gebiet verteidigt. Fähigkeitspunkte. Ich brauche keine Fähigkeitspunkte mehr. Ich will einfach nur an Stufen steigen. So, unten. Okay, da geht's weiter. Nun wird belagert. Okay, unsere erste Festung. Fähigkeitspunkt erhalten. Neue Aufträge, jetzt verfügbar. Okay. Springen wir da ganz kurz runter, ich mag diese Animation. Superheldenlandung. Alles cool da? 1500 Gold wieder kriegt. Na gut. Dann drücken wir auf L1. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Das heißt, wir sind noch lange nicht fertig. Ah. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Das sind nur die Tagesaufträge, also die Herausforderungen, die Tagesherausforderungen sind das. Das weiß ich auch nicht, ob ich das machen soll. Herrschaft durch Angst. Untergrabe Saurons Einfluss, indem du seine Truppen in Angst und Schrecken versetzt. Lass Feinde in Saragots flüchten. 28 von 100. Belohnung. Schreckenstamm, Kriegskiste, mal 1. Okay, gut, sowas brauche ich nicht wirklich. Das interessiert mich nicht. Auf jeden Fall machen wir da weiter. Und wir drücken auf Schnellreise. Und gehen gleich dorthin. Das machen wir dann im nächsten Part halt weiter. Leiwand. Aber dass keine Credits kommen, vielleicht muss ich wirklich auf alles auf 100% haben. Dann kommen erst die Credits. Könnte schon möglich sein. Das könnte schon möglich sein.
Wir lassen uns überraschen. So, dann machen wir wieder eine Schnellreise in unsere eigene Festung. Da steht ein Monument, was ich zerstören kann. 250 Erfahrungspunkte und noch etwas. Okay, das machen wir dann im nächsten Part einfach. Nehmen wir es mit. Ich hoffe, ich erinnere mich dran. Und ja, ich verabschiede mich gleich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sauron ist besiegt. Allerdings sind wir noch nicht fertig. Ein bisschen noch müssen wir halt. Ich hoffe, ihr wollt das alle sehen. Ich probiere natürlich mein Bestes. Danke, dass ihr die Türe für mich aufmacht. So wie immer. Also anscheinend muss ich jetzt überall die Festungen zurückerobern. Oder halt verteidigen, auf gut Deutsch gesagt. Nein, das wollte ich nicht, Talion. Ich wollte eigentlich, dass du auf die Statue springst. Die kann ich kaputt machen. Alter, du sollst auf die gottverfluchte Ding aufklettern. Und das kann ich jetzt kaputt machen? Nein. Welche dann? Aha, jetzt ist sie weg. Dann weiß ich es nicht. Ah, ich bin nur nervös, ich bin nur nervös. Rauf mit dir. So, die Belagerung von... Ich habe keine Ahnung, Sharkpurz oder irgend sowas. Auf jeden Fall, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Macht es gut, tschüss, Baba. Euer Herzfehler.